Sali Zemme und damit willkommen zurück zu einem weiteren Match der Sum 2 Liga. Wir schauen uns jetzt das Rückspiel Albtraum gegen Tides an. Auf der Karte Hollin 2. Hat mich ja auch gefragt beim Hinspiel, auf welcher Karte das ist und ob das immer dieselbe ist. Jetzt wissen wir, nein, ist es nicht. Da habe ich halt dann ein bisschen gefroht. Aber nun ja, ich habe mir natürlich immer noch nicht die ganzen Regeln nochmal durchgelesen. Also Tides hat wieder die Zwerge, während Albtraum die Menschen hat. Das scheint also, ja. Okay, Albtraum fängt mit Ausbildungsgebäude, Ressourcengebäude an. Tides, der fängt genau gleich an. Ich bin ja trotzdem eher der Verfechter von zwei Ressourcengebäude so nah wie möglich an die Festung ran. Und als drittes oder viertes Gebäude die Kaserne. Aber gut, kann sie das so handeln, wie er möchte. Hier oben haben wir Trolle übrigens als Creep. Hier ein paar Waage und das war's denn. Hat die Karte sonst noch irgendwas Spezielles? Boah, nee, würde ich jetzt nicht sagen. Das ist, glaube ich, auch eine Default-Map. Das ist eine von Power-Kartoffeln, da wird hier noch irgendwo irgendwas rumrennen oder rumstehen. Okay, hier geht's auch direkt wieder mit dem Hüter los. Wird er creepen, ist halt die Frage, oder wird er direkt stören wollen? Ich würde mit dem Start, wenn ich einen Start Hüter ausbilden würde und keine Phalanx. Wobei nach dem ersten Match, das Tides gegen Albtraum hatte, würde ich an Tides seiner Stelle sogar auf den Phalanx Rush gehen. Hätte den hier nach vorne geschickt, hier irgendwo einen Minenschacht aufgebaut, danach hier, danach hier, danach hier. Halt ihm einfach den zugespammt mit Minenschächten. Über die Minenschächte Phalanx durchgeschickt und ihm immer wieder sein Ausbildungsgebäude eingerissen. Und sobald das weg ist, halt mich um die umliegenden Gehöfte kümmern, dass er sich halt überhaupt nicht aufbauen kann. Aber er geht hier den sicheren Weg. Das, was ich gemacht hätte, das ist natürlich auch hochriskant. Das kann übelst nach hinten losgehen und wenn es nach hinten losgeht, dann gibt es da kein Zurück mehr. Okay, Tides baut sehr schnell schon das zweite Ausbildungsgebäude, den Schießstand. Sollte man wahrscheinlich auch machen. Wir gehen nach Hause, Männer. Wer hat eigentlich womit angefangen? Okay, Albtraum hat sich auch das Horn geholt. Interessant. Ja, Tides sich halt den Sammelruf wieder geholt hat. Also im Prinzip haben beide dasselbe. Das ist nur die eine Belagerungswerke. Okay, das ist der komplette Missplay. Das kann, das weiß sogar ich und ich spiele nicht sehr gut, dass das ein kompletter Missplay ist. Als zweites Ausbildungsgebäude baust du eigentlich den Schießstand, damit du Bogenschützen rauskriegst, um hier sowas zu kontern. Und als drittes wichtiges Gebäude würde ich danach sogar schon den Marktplatz bauen, um schnell auf den Erntesegen zu gehen. Tides geht hier jetzt natürlich mit der Phalanx unten creepen. Das war auch das, was ich in der letzten Runde angemerkt habe, dass er mit den Hütern creepen gegangen ist und nicht mit der Phalanx. Die Phalanx ist aber auch ein gutes Stück teurer. Ja, um 100 Ressourcen. Das macht einiges aus im Long Run. Jetzt hast du ja die Belagerungswerke gebaut, aber aber kannst damit nichts anfangen. Das sind jetzt, wie viel kostet die 1000, 2000, die einfach rausgeworfen worden sind? Das hätte auch ein Boromir sein können, oder zumindest ein halber. Auf jeden Fall. Bögen.
Gut, der eine Hütertrupp wurde jetzt aber auseinandergenommen. Den würde ich ganz zurückziehen, an den Brunnen für ein bisschen stellen. Hier wurde sich sofort das Schießstand-Upgrade gekauft. Ich bin ja mal gespannt. Er könnte jetzt natürlich auch auf Menschen aus Tal gehen. Die haben ein bisschen höhere Reichweite, aber sind, glaube ich, nicht effektiver wie die Axtschleuderer. Nicht mal mit Feuerpfeilen. Bei den Axtschleuderern könntest du ja auch die geschmiedeten Klingen verpassen und so. Albtraums Wirtschaft ist auch wieder sehr. Ja, gut, er baut sie besser aus wie im letzten Spiel. Das auf jeden Fall. Aber immer noch sehr schwach. Teilt seine Wirtschaft. Scheint derzeit auch zu stagnieren. Gut, er baut gerade die Schmiede. Er könnte jetzt natürlich schnell mit ein paar Rammen kommen. Und er geht auf Menschen aus Tal. Okay. Ah, nicht nur, er hat auch einen Axtwerfertrupp. Den habe ich noch gar nicht gesehen gehabt. Und ein paar Störhobbits. Störhobbits sind natürlich auch interessant. Während Albtraum hier jetzt ein Umgehungsmanöver versucht. Der weiß, in der Mitte irgendwo ist Tides. Da laufe ich mal von der Seite, um hier ein bisschen was zu zerstören. Aber da hier der Phalanx-Trupp ist, wissen die beide das jetzt. Und jetzt greift Tides natürlich auch an. Da muss er zurück. Hat sich Tides auch gerade nochmal das Banner-Upgrade für die Hüter gekauft. Für die Hüter ist es auch sehr wichtig, damit sie halt die Überrennenfähigkeit haben. Dieser gesamte Trupp wäre jetzt tot, wäre er einfach einmal drüber gerannt. Oder er rennt jetzt einmal hier hinten irgendwie auf die Bogenschützen. Die Phalanx kommt von hinten, greift hier jetzt die Bogenschützen so ein bisschen an. Ja. Nur der größte Schaden geht an die Schwertkämpfer und Soldaten. Kloyn ist schon draußen. Wieder mit dem Zwergenschlag auf Otto. Die KI verwendet ihn nur nicht. Die KI will wohl gerade nicht. Und zack, Level 4. Boah. Also das wird mir schon wehtun. Er hat jetzt wirklich ein Katapult gebaut. Ein Katapult kostet 600. Das sind zwei Bogenschützentrupps. Das sind sogar drei Bogenschützentrupps. Das ist fast ein halber. Das ist mehr als ein halber Boromir. Das ist viel, was er jetzt in ein Katapult, was ihm gar nicht so viel bringt, verballert hat. Tides hat hier jetzt gerade das Momentum. Er muss nur noch weiter seine Wirtschaft ausbauen. Noch weiter raushauen. Wie sieht es mit seinen Kommandeurspunkten denn aus? Ah, da waren sie. Ja, er ist halb voll, was die Kommandeurspunkte angeht. Bildet noch ein paar Schützen aus, ein paar Phalanx. Vielleicht bildet er ja auch gerade die. Ah, was macht er hier? Unser Streitwagen ist Streitwägen. kampfbereit. Ja gut, die sind auch stark. Mit Bannerträger und Esse nehme ich gerne mit. Sind wegen den Ölfässern sehr stark. Und natürlich wegen den passiven Buffs denn. Vielleicht spart er jetzt aber gerade auch oder kauft sich hier ein paar Helden. Das könnte er natürlich auch machen und das würden wir auch nicht sehen. Boromir, Theoden. Ja gut, Theoden ist jetzt nicht die beste Wahl, wenn er nicht auf Kavallerie geht. Und er hat gerade weder die Ressourcen, um auf Kavallerie zu gehen, noch das Ausbildungsgebäude. Von dem her ist Theoden. Da wäre Boromir besser zum Ausbilden gewesen. Den Erntesegen hat er, glaube ich, noch nicht. Nein, den hat er noch nicht. Das. Da muss er. Naja, jetzt wo er angegriffen wird, er kann nicht drauf gehen. Die Waldläufer. Wichtig. Die können gut Schaden machen. Er braucht aber Bannerträger dafür. Wenn er Bannerträger hat und den Fernschuss, dann kann er gut Schaden machen. Einen Streitwagen hat er jetzt noch nicht mit irgendwas ausgerüstet. Er wollte die nur holen, um die Katapulte auszuschalten. Ich fürchte, das ist das Ende. Kämpfe weiter, Rohan.
Ich würde auf das Gebäude für die Bogenschützen und die Nahkämpfer gehen. Tja, die Belagerungswerkstatt ist komplett unwichtig gerade. So, jetzt schnell sich den Baumeister schnappen. Dann kann er nämlich nichts weiter bauen. Super, Theoden ist auch tot. Jetzt geht er schon mit allem auf die Festung. Ich glaube, das ist ein bisschen zu früh, weil Albtraum kann noch weiter Truppen ausbilden und Albtraum bildet auch weiter Truppen aus. Hier ist die Q ein bisschen zu lang. Da könnte er gleichzeitig einen Bogenschützen für ausbilden, für einen der Schwertkämpfer. Ich weiß auch gerade gar nicht. Er schießt auf die Schützen mit seinen. Okay, kann er machen. Teils sollte eigentlich mit seinen. Ja, also das Streitwagen-Upgrade für die Schützen finde ich jetzt nicht das stärkste. Und was er auch eher machen sollte, wäre mit den Streitwagen, wenn er sie da hat, über die Bogenschützen, wie sie hier gerade waren, einfach drüber rennen. Dann hätten die nämlich auch nicht so viel Schaden gemacht. Wir sind beide sehr zaghaft. Teils setzt sehr viel auf die KI, dass sie im richtigen Moment ihre Fähigkeiten einsetzt. Da wäre ich dann doch lieber am Micron und statt einem Katapult hätte ich auch ein, zwei Rammen rausgehauen. Die halten gut aus, die machen gut Schaden, die müssen halt ran. Aber rankommen ist das kleinste Problem, da die Rammen ja auch über feindliche Einheiten drüber rollen können. Ja, aber man merkt, das sind beides noch recht junge Spieler. Würde ich sie einfach mal nennen. Die haben noch nicht so viel PvP-Ingame-Erfahrung. Die Upgrades mit dem Belagerungshämmern, wenn er natürlich anfängt, die Base zu schleifen, die sind gut. Aber es gibt halt immer wieder so kleinere Fehler, die einem aufgefallen sind, dass das Wirtschaftswachstum bei beiden Seiten wieder nicht ausgeprägt genug. Da wäre viel mehr gegangen. Ja, stimmt, ich muss mit Pfeiltasten. Hier sind noch ungeklärte Creeps, die man sich auch hätte holen können mit einem Phalanx-Trupp bzw. einem Turmwachentrupp. Aber mit der Zeit. Es könnten interessante Matches noch in Zukunft von den beiden werden. So, das war's. Beide Spiele gingen damit an Theis, der beide Male mit den Zwergen gewonnen hat. Es war sehr interessant, muss ich zugeben. Wie gesagt, die Fehler haben wir angesprochen, haben wir soweit analysiert. Falls sonst noch irgendein von dem Team oder irgendjemand, der sich ein bisschen besser mit dem Spiel auskennt, irgendwas aufgefallen ist, dann kann er das natürlich auch gerne noch in den Kommentaren ein bisschen weiter erläutern. Vielleicht kriege ich ja auch irgendwann mal mit Teils und Albtraum gesprochen über das Match und wir können sehen, was die so in den jeweiligen Minuten gedacht haben und warum sie was gemacht haben. Aber ja, in der Zukunft bin ich gespannt, noch mehr von denen zu sehen. Gut, ich würde sagen, dass ich mich damit aber auch schon wieder von euch verabschiede. Hab mich sehr gefreut, diese Matches moderieren zu dürfen und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss, bis dann.